Hey, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir sind heute im Distrikt 8 oder doch eher in Stalingrad. Auf jeden Fall in der Location, in der so manche Sequenz von namhaften Hollywood-Streifen abgedreht wurde. Also, auf geht's! Ding, ey. In den Hallen haben die hier echt Sequenzen von Enemy at the Gates gedreht, beziehungsweise auch eine Sequenz von die Tribute von Panem. Das spielt dann halt in diesem District 8 am Anfang des Films. Das ist genau hier gedreht worden. Dieser extrem riesengroßen Halle. Die wirkt irgendwie im Film viel kleiner. Wenn man erstmal selber drin steht, kann man die Dimension fast gar nicht fassen. Das ist einfach irre, das Ding. Heftige Bauwerke hier, geil. Ich begebe mich hier gleich mal in luftige Höhen. Fast oben zwischen diesen komischen Silos oder was das hier ist. Hui. Oh. Alter. Boah, was für ein geiler Ausblick hier oben. Es ist schon wieder dunkel, ist immer scheiße bei der Jahreszeit. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr so viel filmen. Und wir gucken jetzt einfach mal runter in die Unterwelt. Der Mike hat da schon was entdeckt. Irgendein kleines, vielversprechendes Loch. Wir klettern da jetzt einfach mal runter. Genau unter den ganzen Hallen drunter. So, so regelrechte Katakomben hier unten. Mal gucken, wo die jetzt hinführen. Thank you.
wir je mal irgendwo ankommen zu diesem Zeitpunkt, weiß keiner. Was denn? Das Nirvana. Nee, im weiteren Gang. Sehr schön. Was ist denn da? Wir sind mal außerhalb von der Halle. Oh. Ja, läuft. Ja, den gehen wir eben weiter. Sehr schön. Jetzt haben wir diese professionelle Treppe, diesen professionellen Ausstieg. Mal gucken, ob ich da rauskomme. Ich fühle mich völlig sicher auf der Treppe. Das ist ganz schön duster. Indizien der Filmcrew. Naja, Catering. Hat nicht ans Trophy passt. Set. Immer Set. Automobiles. Das ist eine italienische Produktion. Ja, wenn das Tor verschlossen ist. Gut, das betrifft uns dann eher weniger. Kann so nicht arbeiten. Einmal mit Profis. Bitte Ruhe. Ruhe am Chat. Ruhe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr von Raut zu hören. Lasst einen Daumen nach oben da, um nichts. Und abonniert den Kanal, um nichts mehr von der Grauzone zu verpassen. Wir sehen uns. Bis denn. Eine Sache fehlt noch.